Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Let's Play The Forest. Ja, 18 Tage und 5 Stunden bis zum nächsten Update. Nee, until... Time... Until... Nee, bin ich... Ich bin im Patch 12. Achso, 13 kommt noch. Ah, alles klar. Also, kurz zur Vorgeschichte. Oder erstmal kurz zu meinem Co-Moderator. Und der Wolke ist mal seit langem wieder im Let's Play dabei. Hallo, Wolke. Hallo. Und der Wolke wird wahrscheinlich auch im Koop. Ich guck das mal kurz an. New Game. Continue. Ah, okay. Man kann im Koop also auch New... Okay, gut. Wir starten einfach mal und ich erzähle im Game. Und ja. The following is a development alpha build. Ich habe das Spiel jetzt schon gespielt. 3 Stunden. Erkläre ich gleich in Game. Ihr werdet mich hassen dafür. Ich muss euch die Wahrheit sagen, ich bin ein ehrlicher Mensch. Aber ihr werdet mich hassen dafür. Aber erstmal, wie Gronkh so schön sagen würde, ab auf die Balearen. Webcam ist gar nicht an, warum gucke ich in die Webcam rein? Ich hab's so. Wer sind Sie denn, Mister? Ihnen ist klar, dass das mein Mann, mein Kind ist, oder? Stopp! Halt, ich kann mich nicht bewegen. Scheiße. Jetzt habt ihr den super Start von mir verpasst. Ich habe gerade die coolsten Animationen im Flugzeug gemacht, dann habe ich gemerkt, dass ich die Webcam noch gar nicht, dass ich die Dings noch gar nicht anhatte. Okay, also. Geht gleich los. Wir sind am Bluten, wir müssen uns ganz schnell mit Essen und Medikamenten versorgen. Ich erkläre gleich, wie es geht. Wir sammeln erstmal alles ein, was wir hier finden. Alkohol, Nahrung, Alkohol. Boah, wie viel Alkohol haben die hier reingepackt? Das war vorher aber nicht so. Krass. Naja, so ein Unglück kann man halt nur mit Alkohol leben, aber... Ja, ja. Was anderes gibt's da einfach nicht. So, also wer sich gerade fragt, das ist der Wolke, den habe ich jetzt schon angekündigt, aber die Aufnahme, den Teil der Aufnahme weggeschnitten, weil da gerade ein kleiner Fail war. Also, wir sind in The Forest. Ich weiß gar nicht, ob ich weggeschnitten habe, keine Ahnung, werde ich denn so. Wir sind in The Forest, der Wolke ist unser Co-Let's Player und wird hoffentlich im Laufe des Spiels noch zu uns stoßen, im Sinne von, er kauft sich das Spiel und wir gehen in den Koop rein. Ich weiß nicht, ob er den Koop mit dem Modus verbinden kann, das sehen wir dann. Jetzt muss ich natürlich die ganze Ankündigung von vorhin nochmal machen. Was wir die ganzen blauen Beeren essen, die sind wichtig. Oh, ein Golfball, toll. Wir haben... dieses Let's Play wird wahrscheinlich random rauskommen, wann ich Zeit habe. Wir haben momentan ja 3 Let's Plays laufen. Das ist Magic Mine, das ist Minecraft und es ist Torchlight 2. Und dieses Let's Play wird wahrscheinlich... Ich höre mich übrigens doppelt bei dir, das ist jetzt uncool. Okay, das ist irgendwie komisch. Ich habe mein Headset auf drum dran. Bist du vielleicht so laut eingestellt, dass es... dass dein Mikro so fein ist, dass es trotzdem widerhallt, dass es durch den Headset durchgeht? Eigentlich nicht. Sag mal hier. Warte, ich schau gleich mal. So. Ja, wir gucken uns erstmal um. Also, dieses Let's Play wird wahrscheinlich rauskommen, ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht ist es 1-Stunden-Folgen mal ab und zu, vielleicht sind es auch öfters mal 20-Minuten-Folgen. Wenn ihr da Interesse habt, dann sagt es einfach. Grund des Spiels ist es, warum ich das Spiel spiele, ich bin gerade so unbrauchbar, was meine Artikulation angeht. Ich mach das Ding mal aus. warum ich das Spiel spiele, ich hab's bei Gronkh gesehen, hab lange überlegt, ob's... Oh oh, Alter, das macht der jetzt schon hier. Okay, ich glaube, der rennt weg, das ist keiner, der uns angreift. Alter, wie jetzt schon Kannibalen? Ich bin gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen. Oh oh, oh oh. Und ich glaube, ich habe Motion Blur an. Ich kenne mich damit zwar nicht aus, aber ich habe gehört, das soll schlecht sein in dem Spiel, weil es irgendwie die Grafik ein bisschen verkorkst. So. Wir wollen auch gar nicht lange nachdenken über das, was wir tun. Was? Hörst du nicht immer noch doppelt? Na, nein. Super. Wir wollen uns erstmal einen Platz suchen, wo wir auskommen. Das sollte ein... Oh oh, fuck. Alter, wie die Barbaren sind denn hier? Learn the basics of survival. The basics of survival sind wegrennen vor den ganzen Barbaren, die hier leben. Was ist denn das? Wo bin ich denn hier gespawnt? Mitten im Barbarencamp oder was? Renn, du hässliches Stück.
Rennen! Okay, wir schauen mal ganz kurz. Ich habe gerade eben schon mal eine Aufnahme gemacht. Hey, da ist ja noch einer! Oh nein, der greift an. Jetzt rennt er weg. Renn, du Stück, renn! Oh mein Gott, ich habe den Strand erreicht, sehr schön. Oh oh, der ist auch hinter mir. Rennen? Da hinten ist noch einer, was ist denn das? Wie viel? Komm, wir spawnen einfach mal 2000 Barbaren an der Stelle, wo du spawnst. Warum nicht? Naja, klar. Hä, Funwift ist... Spaß. Einer wäre doch langweilig. Da ist ein gestrandeter Hai, Alter, what the f... Zwei gestrandete Haie. Drei gestrandete Haie? Drei gestrandete Haie, stimmt. Ich kann ihn aber nicht zernehmen, zerlegen. Vier. Könntet ihr vielleicht mal weggehen? Okay. Ich habe einen Barbaren gekillt. Alter, das erste Aktion, was du hier bringst, Barbaren töten. Okay, ich hoffe, ich habe damit jetzt keine anderen Barbaren aufgeschreckt. Und ich werde direkt hier mein Lager aufschlagen, weil hier habe ich eine gute Sicht über alles. Wir machen... Es ist gerade schwer, es zu erklären, während ich das hier mache. Wir brauchen noch 14 Blätter. Sollte man mal recht schnell zusammenkriegen, Blätter kriegst du ja überall. Wir sind schon erschöpft, na super. Und so wie es aussieht, sind wir hier in der Nähe eines Verehrungsrituals gespawnt. Das heißt, wir werden hier auch nicht lange alleine bleiben. Wen verehren die denn? Och. Gott. Ich weiß, ja, ich glaube... Die verehren höchstwahrscheinlich ihre Spinnenmutanten-Menschen, die es da gibt. Würde ich jetzt vermuten, Spinnen einfach mal. Maximus. Spinn mir ein Lied. Was? Da habe ich schon wieder Barbar gesehen. Oder war das ein Vogel? Ich weiß es gar nicht. So, das sollte erstmal reichen, um ein Lagerfeuer plus das Zelt zu beenden. Ich habe das Zelt falsch schon mal aufgestellt. Auch egal. B. Jetzt brauchen wir ein Lagerfeuer, was wir wieder anmachen können. E. Zünden wir gleich mal an. Dann gehen wir mal in unser I und gucken mal, ob wir eventuell... Wir haben Aloe Vera Blätter schon gefunden. Wir haben Kopf... Wir haben jetzt die... Füße, die Hände und den Kopf des Barbaren im Inventar. Brauchen wir gerade aber nicht. Kann man essen. Ich glaube nicht, dass nicht den, da kannst du Warnmale damit aufstellen, damit die dir nicht zu nahe kommen. Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt hier New in the World und ich hatte das Spiel schon mal gespielt auf einer, jetzt werdet ihr mich schlagen, Cracked Version. Eine Stunde lang. Was hast du getan? Lasst mich erklären. Schlagt mich nicht gleich. Und zwar habe ich versucht, mir das Spiel runterzuladen. 3 Stunden habe ich heute gesessen, habe versucht, mir dieses Spiel runterzuladen. Das hat nicht funktioniert. Irgendwann dachte ich mir dann... Und... Ne, geht immer noch nicht, okay. Und habe mir die Cracked-Version von dem Spiel runtergeladen und habe sie ausprobiert, ob ich gucken wollte, ob mir das Spiel wirklich gefällt, dass es mir die Mühe wert ist. Es hat mir sehr gefallen, ich habe es sogar aufgenommen, habe mir dann aber gedacht, nee, das löschte, das ist ja scheiße. Und habe mir jetzt vom Wolke die Version kaufen lassen, weil mein PayPal-Konto funktioniert hier nicht und deswegen musste mir jemand anders kaufen. Ach, das war so ein Stock, ach, das war so ein Stockbaum. Der allgemein bekannte Stockbaum. Was ist das denn? Und ich war so gnädig, habe ihn. Ja, und auf jeden Fall
spielen wir das jetzt hier durch das Spiel. Der Wolke ist unser Co-Moderator. Wir persönlich, ich muss das mal gucken, was ich mir jetzt baue hier. Oh fuck! Wie viele Barbaren kommen da bitte auf mich zu? Wascht mich! Also wir müssen uns auf jeden Fall ein sicheres Ort für ein sicheres Ort. Alter, Deutsch perfekt. Ich will mal kurz gucken. Es gibt ja eine Menge neue Dinge. Gibt es denn mittlerweile... Alpine Treehouse. Genau das will ich haben. Oder doch eher das da. Okay, ich würde mir gerne ein Baumhaus bauen. Weil ich mir das sicher vorkomme. Ob das nun der Fall ist, bleibt zu hoffen. Die Viecher klettern einfach hoch und können dich da im Schlaf. So. Wir brauchen jetzt hier 35 Loks, um den Baum zu basteln. Wir haben momentan unser sicheres Ding hier noch stehen, das ist auch okay. Und ich werde dann hier hinten sozusagen das Lager aufschlagen am Sand, weil da habe ich einen Überblick, ob Barbaren in der Nähe sind. Und dann bauen wir uns jetzt erstmal ein Stickholder. Den stellen wir hier her. Da ist auch schon fertig. Dann bauen wir uns ein Lockholder. Da fehlen jetzt die Sticks. Ja, wir werden das wird halt so öfters mal rauskommen. Ich weiß noch nicht wann, wenn ihr da Ideen habt. Ich habe ja sowieso den Kanal umgeändert. Da gestern habe ich auch ein Video zu gemacht. Wer das noch nicht informiert ist, der sollte sich das am besten mal anschauen. Da erfährt man alle neuen Dinge. Wie zum Beispiel die neue Rubrik wünscht euch ein Let's Play. Die gab es eigentlich mehr oder weniger vorher schon. Aber die meisten haben es nicht gewusst, dass man einfach, indem man sagt, ich hätte gerne das und das, das auch bekommt. Ich hatte dir gerade von der Seite übel zugeblägt. Und ich habe hier schon wieder Barbaren in meiner Nähe. So. Also meine Runde ist jetzt vorbei. Ich würde jetzt mir das Spiel mal runterladen. Ja. Gleich, 2 Sekunden werde ich das machen. Ja. So. Ich bin mir nicht so sicher. Also gefallen wird es dir auf jeden Fall. Das ist deutlich, deutlich, deutlich krasser als Minecraft. Du brauchst auch viel mehr, um irgendwelche Gebäude zu basteln. Viel, viel mehr. Ja, ich hatte es mir bei Gronkh auch schon mal angeschaut und fand das eigentlich ziemlich cool. Daher, also ich habe mir die Anfangsphase angeschaut und dann er aber gesagt, dass doch viel, viel gemacht werden muss. Und das ja, nee, aber das war, ich weiß, dass du mal das sicher Staffel 1 damals gesehen von ihm, oder? Im Let's Play. Ja, ja, genau. Ja, ja, es ist, das war Version 0.9 oder so, was er da gespielt hat. Und mittlerweile sind wir bei Version... Oh, oh, okay, jetzt kämpfen wir gegen 2. Besonders, wenn dann noch Haufen Sachen gemacht werden müssen. Ich wollte mir das eigentlich jetzt später dann nochmal anschauen, wenn das gearbeitet worden ist. Ja. Ja, wie das halt so ist. Das Gerät dann halt natürlich aber was nicht. Und ja, da ist das dann aber untergegangen. Ja, also momentan, ich glaube, das ist der Kommentar von also dieses erste Spiel von Gronkh ist sicher 5 Versionen her oder so, also mittlerweile gibt es echt viel. Du kannst mittlerweile Baumhäuser bauen, du kannst dir eigene Farmen errichten. Ah, ich bin in mein Feuer gerannt. Oh, oh, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. So, jetzt.
Dann muss ich gleich meine Antibiotika nehmen. Um mein Leben wieder herzustellen, damit ich gegen die beiden Barbaren da ankomme. Die mich jetzt ja leider auf dem Fokus haben. Ja, wo sind die hin? So. Ich hab dir den Zahn rausgeschlagen, den Barbaren. Interessant, wusste ich nicht. Doch eigentlich hier irgendwo gleich. Dauert noch nicht lang, das Spiel zu downloaden. Also ich hoffe sehr, dass wir die Welt, die ich jetzt gerade hier schon angefangen habe. Ansonsten würde ich sagen, es ist hier gerade so ein kleiner Auftakt hier so. Die erste Folge oder so. Und dann können wir ja dann in der nächsten Folge können wir dann die Together-Welt starten. Ich hoffe, dass Koop jetzt übers Laden, dass Koop übers WLAN, übers Internet geht. Weißt du, wenn ich dass du da die PCs verbunden haben musst, das wäre natürlich scheiße. Ja, das glaube ich nicht. Also jetzt muss ich nur hauen. Ich hab mir das doch jetzt eigentlich gekauft hier. Hier, The Forest. Schätze Downloadzeit 17 Minuten, 1 Sekunde. Mach ich's doch mal. Alter, ich bin gleich tot. Uiuiui, Alter, geht der ab. Boah, hier sind ganz viele Koffer, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Medi. Ich habe nichts an Medikits. So. Mal ganz kurz gucken. Das schreit Franz eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend. Der zockt hier gerade Vieh und hat eigentlich entweder gehalten, aber irgendwie nicht. Ist jetzt hier gerade voll ausrasten. Und was soll das jetzt hier? So, ich hoffe, dass ich jetzt was habe, was mein Leben wiederherstellt. Immer noch nicht. Ah, es ist echt uncool. So, ich frage mich. Ja, das da. Ich frage mich, wenn die Antibiotika alle sind, wie stellt man dann sein Leben wieder her? Ah, da haben wir wieder was. Jetzt will ich das echt mal ausprobieren. Die Schildkröte ist unbeeindruckt. So, da bin ich wieder. Muss mal kurz die Nase schnauben. Das sieht aber echt jetzt alles viel cooler aus als vorher, also muss man schon mal sagen. Also, ich habe Version 9 gezockt, 0.9. Und jetzt vergleiche ich das zu Version 0.9, der Unterschied ist gigantisch. Auch vom Aussehen her finde ich, das sieht mega hammer aus. Okay. Ja, ich habe mir jetzt spätere Folgen gar nicht mehr angeschaut, weil ich, von den ersten Folgen... Ich dachte, dass ich gar nicht so lange machen will, wenn ich das noch richtig weiß. Der macht das seit Ewigkeiten schon. Ja, nee, weil am Anfang klang das so, als wäre selber nicht so begeistert gewesen. Ja, du musst das nächste Update kommt zum Beispiel schon wieder in 18 Tagen, also siehst du schon, die machen auf jeden Fall was. Ja, nee, glaube ich auch, aber... Man, war es halt nicht so... So, jetzt brauchen wir noch einen... Ich bin Tag direkt so überzeugt und... Noch ein Rockholder. Da fehlen uns noch Sticks. Ich mache mir jetzt mal ein Feuer an. Okay, und dann legen wir mal... Ach, wir haben kein Essen. Schokolade, wir haben kein Essen. Finden wir vielleicht irgendwas? Moment, ich guck mal kurz.
ins Crafting rein? Ich glaube ja. Achso, geht auch nicht. I. Haben wir vielleicht irgendwas, was Essen wiederherstellt? Sieht's. Ah, sehr schön. Die Dinger regenerieren Essen. Gut, dann haben wir damit erstmal kein Problem. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal schlafen. Und hoffentlich funktioniert. Es funktioniert. Es hat funktioniert. Super, es ist Tag. Gut. Dann gucken wir jetzt gleich mal, im Hintergrund schreit noch der liebe Herr von Rammel. Was? Der liebe Herr von Rammel? Ach, liebe Leute, hier ist das los. Fühlt sich wirklich als wärste, als wird's im Stadion, den hier neben 1000 Fans, so fühle ich mich hier gerade. Ja, so laut ist Franz auch immer. Ja. So laut wie 1000 Fans. So, ich hab das erst schlimm befürchtet, gleich geht's Ding da, Stück Tag, Uhr wieder, mach mal wieder einen Tick leiser. Ein Ticken vor allen Dingen. Machen Sie mal bitte 10 Ticken leiser oder so. Sonst ticken hier gleich noch ganz andere Dinge. Also Franz ist gerade besorgt darum, ob man sein Geschrei hört. Nein, überhaupt nicht. Also, kommt drauf an, wie viele Leute das Display sehen werden hier. 10 haben es bestimmt gehört. So, und Fanz hat hier öfters mal was zu mir gesagt. Ist das auch mit drauf in der Aufnahme gerade ganz besorgt? Ja, das ist mit drauf. Aber nicht, oder? Doch. Ja, alles mit drauf. Das hat man gehört. Ganz eindeutig hat man das gehört. Hat man alles gehört. Sehr schön, da haben wir unseren ersten Store jetzt, unser ersten Stores. Und dann können wir jetzt langsam anfangen, ordentlich zu sammeln. Jetzt haben wir nicht, wir haben ja nur ein begrenztes Inventar, da können wir das alles in die Lager reinpacken jetzt und dann kann ich die ganzen Steine und sowas, was ich finde, alles mitnehmen. Super. Erstmal die ganzen Büsche hier wegmachen, damit ich eine Übersicht habe und schneller merke, wenn Barbaren sich annähern. So. Das ist ein Stein. Büsche brauchen wir eh, um die Lagerfeuer aufrechtzuerhalten, von daher passt das alles. Und dann legen wir mal los, die ersten Bäume zu fällen. Vorher esse ich mal noch einen Riegel. Lalalalalala, wir brauchen 35 Holz, das sind mindestens 9 Bäume, die wir jetzt fällen müssen. Da fliegt der erste. Download von Steam kann ich in 9 Minuten dazu stoßen. Ja, das war bei mir auch so. So, super. Und da fangen wir schon mal an, unser Baumhaus zu bauen. Ich glaube, das ist sehr geil hier, weil wir so viele Bäume haben. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir eine gewisse Anzahl an Bäumen stehen lassen, damit wir auch von Baumhaus zu Baumhaus danach bauen können. Ja, dürfen wir alle Bäume wegholzen und dann nichts mehr haben, wo wir drüber bauen können. Ich hab zumindest gehört, das soll recht doof sein. Ja, doch. Wie ist es eigentlich mit Bäumen? Wachsen nach, oder? Ich glaube, wir wachsen noch nicht nach, aber das soll noch verändert werden. Also, es ist momentan noch eine Alpha-Resource. Das ist ein Alpha-Spiel, weißt du, was das heißt? Das heißt, alles, was hier... Also das Spiel ist noch nicht in der Vollversion, deswegen kostet es auch nicht so viel. Alter. Da sind erstmal locker 10 Barbaren an meinem Zeltplatz. Nice. Aha. Ja, die würde ich erstmal irgendwie wegschicken oder so. Wegen Hausfriedenspro. Die gehen gerade. Anscheinend hören sie auch nicht, was ich mache. Finde ich gut. Alter, gegen 10 Barbaren hast du keine Chance. Brrr. Also ich habe gerade gegen 2 gekämpft, die haben mich zweimal auf 0 Leben runtergehauen gerade fast. Ja, also nicht mein Traum, den gerade gegen so ein Vieh zu kämpfen. Oh nein, bitte
So. Dann tun wir mal die Sticks hier gerade wieder reinlagern. Die Barbaren verziehen sich nach da hinten irgendwie, da scheint was zu sein von denen. So, wir sammeln mal das Zeug auf. Und da haben wir schon 8 von 35. Wohl den. Den würde ich sogar lassen, so wie er ist. Dann nehme ich erst mal die hier mit. Die sind sowieso ein bisschen komisch platziert. Ich versuche gerade nebenbei den Schock noch mit aufzusammeln. Hey, nimm doch. Also geht doch. So nebenbei war jetzt nicht so drin, dass, nee. Ich denke mal, wenn ich Wolke zusammen Let's Player, dann brauche ich auch keine Musik-Playlist, ansonsten würde ich wahrscheinlich die Minecraft-Playlist anmachen. Problem an der Sache ist, habe ich schon gemerkt, im anderen Spielstand, wenn man die... Wow, der fällt auf meinen Kopf. Ich glaube, das waren sogar 5 Baumstämme, die da rausgekommen sind. Ja, gleich bin ich auf und am Start, dann schaue ich mir die ganze Sache auch mal näher an. Weil du dann im Spiel bist. Verstehe. Uh-huh. Witzig und so ein Spaß. So, zusammen hier die Baba wegschnetzeln. Ja, das soll auf jeden Fall einfacher gehen dann. Es gibt ja auch, soweit ich weiß, also es gibt ja hier so eine Spezialaxt. Du kriegst du eine Anfangsaxt, so mit der du alles machen kannst, kämpfen und so. Dann kannst du dir eine normale Axt craften und dann kriegst... Nee, ich glaube, die kannst du gar nicht craften, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kriegst du dann noch eine Spezialaxt, die halt wesentlich besser ist als die erste. Und ich glaube, da gibt es 2 davon insgesamt. Also einmal gibt es die auf so einem Schiff, das muss hier irgendwo in der Gegend sein, das weiß ich. Dann gibt es ja auch noch einen Fischerspeer, der muss an irgendeinen der Fischerteiche sein, die es hier gibt. Wo genau der ist, frag mich nicht. Can't carry more sticks. Ich hoffe ja sehr, du kannst auf der Welt hier joinen, weil dann hast du gleich so ein bisschen Startkapital. Gerade für dich, der jetzt neu dazukommt und keine Ahnung hat. Also ich bin ja auch aus der einer Stunde dabei, aber ich habe mich schon reingefuchst so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen. Zudem habe ich mir so ziemlich jede Folge von Korong angeschaut, also da habe ich auch schon ein bisschen Vorahnung. Gut, dann, oh oh, das sind schon wieder Barbaren. Nee, einer ist es nur. Ich habe mir, glaube ich, die ersten 10 oder so angeschaut. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, das war Kampfmusik. Ach da, alles klar. Ist momentan nur der eine, der mich angreift. Stirb! Stirb! Elender! Stirb! So, super, da haben wir wieder Zähne weggenommen. Da kommt schon der nächste. Der es gemerkt hat. Und auch der ist Geschichte. Auch dem nehmen wir wieder die Zähne weg. Die Goldzähne. Super schön. Okay, da haben wir wieder 2 Barbaren gekillt. Wir haben diesmal sogar kaum Leben verloren. Das gefällt mir. Wir haben nur einen Schlag einkassiert. Wir werden besser. Schläge kann man dort also auch einsammeln. Jaja. Schläge. Verstehst du? Schläge einsammeln. Witzig. So. Dann klopfen wir mal weiter auf den Baum hier drauf ein und freuen uns, dass wir noch leben. Wir brauchen noch 22 Baumstämme. Das sind... Wenn wir Glück haben, 4 Bäume, wenn wir Pech haben, 5 Bäume. Aber wir haben ja gerade gesehen, die können also auch 5 droppen. Ich dachte, die können nur 4 droppen. Mich persönlich stürzt nicht. Solange der Baum jetzt nicht auf den Kopf fällt. Nein, der ist nach hinten umgefallen. Okay, alles klar. Ich glaube, da passiert nichts. Selbst wenn der Baum auf den Kopf fällt, da kriegst du keinen Schaden von. Bist du sicher? Wäre mal interessant aus. Alter, wie viel Alkohol ich einfach mal habe.
Alkoholiker. Lowers energy, can be used by craft. Ah ne, das gibt keine Energy. Das verringert Energy. Es gibt Items, die Energy verringern. Okay, gut. Also Alkohol trinken ist nicht gut, kann nur zum Craften benutzt werden. Ich glaube, man kann Molotov-Cocktails machen. Aber auch da bin ich mir nicht sicher. So. Kriegt man von den Einwohnern da auch irgendwie Stoff oder so? Du kannst in der Dörfer gehen und da hängt dann Kleidung und sowas rum von Leuten, die getötet haben. Also wir kommen ab und zu mal so Boote an und die Einwohner killen die dann, also das siehst du natürlich nicht, und dann bringen die Beute also in ihre Dörfer. Von Zeit zu Zeit. Ja, von Zeit zu Zeit regeneriert sich, das habe ich mitbekommen irgendwie. Also hier scheint sich alles so ein bisschen zu regenerieren, auch Stöcker, die du auf dem Boden findest, die du fürs Crafting brauchst, oder so, scheint sich alles so ein bisschen zu regenerieren. Wir brauchen noch... Stöcker ist ja normal, die fallen ja öfters mal vom Baum ab, aber dass da regelmäßig Boot oder Busch strandet, ist eigentlich eher... Na, es ist eigentlich eine Reiseinsel, soweit ich das gemerkt habe, irgendwie soll das eine Reise... Oder nee, es ist eine Insel, die auf dem Weg zu einer Reiseinsel ist. Weil manche Leute machen ja halt und sterben dann. Ende. So eine schöne... In Japan gibt es ja so einen Selbstmordwald, das ist das für die Selbstmordinsel. Genau, so ungefähr. Nicht schlecht. Bettnässer? Hörst du im Hintergrund nur Beleidigung? Ja, was? Ist hier gerade. Ich hör's ja. Der ist voll am Einrasten, Ausrasten, Umrasten. Ich muss mal ganz kurz mein Handy. Ich habe auch noch die Webcam an, das darf ich nicht vergessen. Wow. So, da fällt der Baum. Wo fällt er hin? Damit man Brand seine Autospuren dann alle rausschneiden kann. Genau. Ich gebe einfach beim Ausschneiderprogramm hässlich ein. Das findet er bestimmt. So. Wie sieht denn das aus? Wann hast du Zeit zum Aufnehmen da mal so richtig? Ich will den Stock haben. Den Stock. Lieber Wolke. Wolke? So. The Forest. Jetzt muss ich das hier erstmal alles einstellen. Ja. Schon wieder Barbaren gekillt. Barbaren-Killer, du. Die gehen mir ganz schön auf den Senkel, muss ich ja gestehen. Ich mach den Baum jetzt weg hier, komm. So. Vergesst nicht, das Window wegzumachen, sonst hast du nachher Fenstermodus mit 1900 Pixel. Sieht komisch aus. Was? Vergiss nicht, das Fenstermodus wegzumachen im Startbildschirm. Ah, hier, alles klar. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie ich das wegmache. So, jetzt bin ich auch da. Singleplayer Co-op Options Exit to Windows. Okay, warte, dann gehe ich jetzt mal raus. Wir gehen mal kurz zum Zelt und speichern das Spiel. Moment. Wir gehen zum Zelt und speichern das Spiel. Da 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 da. So. Mit C speichert man.